Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Naturmedizin. Wollen wir nicht alle gesund altern und vor allen Dingen auch Vitalität und Leistungsfähigkeit beibehalten oder vielleicht im Idealfall steigern? Und wie das funktioniert, den ganzheitlichen Blick, welche Tipps und Tricks wir auch haben, ob in der Analyse, aber auch in der Umsetzung, das erfahren Sie heute von Dr. Markus Stark. Freuen Sie sich drauf. Hallo lieber Markus, schön, Hallo, dass du heute wieder da bist. Danke für die Einladung. Ja, wir haben einige Interviews schon gemeinsam gemacht und ich freue mich auch immer, weil deine Sendung, du hast natürlich ein extremes Fachwissen, aber auch diese intrazellulären Abfolgen, die da passieren, ist auch sicherlich immer wichtig, auch für Ärzte einfach mal zu erkennen, wie funktioniert denn der ganze Mensch im Zusammenspiel. Hm. Und gerade beim Thema Altern ist es natürlich auch eine ganz individuelle Sache. Ja, man hat jetzt, ich fand schon auch die letzten 3 Jahre, muss ich sagen, brutale Alterungsprozesse gesehen, wo man dann auf einmal irgendwie ein paar Monate später jemand gesehen hat und dachte, meine Güte, was ist denn da passiert? Mhm. Auf einmal graue Haare, fahles Gesicht, also da sind irgendwelche Dinge abgelaufen im Körper und da, glaube ich, ist der Bedarf schon auch da, in so einem Selbstregulationsprozess wieder Unterstützung zu finden. Ja, absolut, gebe ich dir ganz recht. Die letzten 3 Jahre waren für die Menschheit eine große Herausforderung. Wir sehen, dass weil du das ansprichst, die Alterung, die Durchschnittslebenserwartung in USA zum Beispiel in den letzten 3 Jahren deutlich zurückgegangen ist. Dass wir gewisse Länder haben mit einer Übersterblichkeit. Und jeder möchte von uns alt werden, logisch. Und ich sage mal so, es ist nicht wichtig, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Mhm. Und wenn wir das jetzt anschauen in unserer modernen Gesellschaft, dass im Schnitt werden wir 82. Aber wenn man das in Europa jetzt anschaut, in Österreich, wir sind knapp bei 50 Jahren, beginnen erste chronische Leiden. 47, 48, 50. Das heißt, da greifen die Leute, haben die ersten chronischen Beschwerden, die medikamentös behandelt werden. Das heißt, 25 Jahre bis 30 Jahre des Lebens plagen wir uns mit den einen oder anderen Gebrechen herum. Und 25% der über 60-Jährigen schlucken bei uns 80% der Medikamente. Und damit bin ich nicht einverstanden. Das glaube ich nicht. Das weiß man auch, dass es anders geht. Und was können wir dazu tun? Und das ist das Tun-Wort. Ich sehe es in meinem Umfeld, die Menschen, die älter werden, wie viel ist man bereit noch zu tun? Wer will fit und vital bleiben? Wer setzt sich noch aufs Rad oder macht Gymnastik und tut was für seinen Körper? Viele sagen, verlassen sich auf den Arzt und sagen, geben Sie mir das Medikament gegen dies und das und jenes. Das Trauerspiel sieht man dann im Altenheim, wo wir vielleicht einmal landen werden, wo die Leute sediert werden, wo Pfleger fehlen, wo keine Zeit mehr ist, wo alles genau protokolliert werden muss. Man verschwendet mehr Zeit mit Protokolle führen als mit dem Menschen. Und wir haben dann in Österreich 2030 auf 3 60-Jährige einen 16-Jährigen Erwerbstätigen. Also die Alterspyramide geht so auseinander. Das fliegt uns ohnehin um die Ohren, das Pensionssystem. Das Sozialsystem fliegt uns um die Ohren, es wird auch nicht mehr finanzierbar sein. Und gesundes Altern, vitales Altern, das sollte vielleicht ein Ziel sein. Und da müssen wir was tun. Rechtzeitig beginnen. Entschuldigung, diese ganz kurze Werbeunterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten, denn das hilft nicht nur uns für die Verbreitung dieser Sendungen, sondern wir können damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung damit schenken. In diesem Sinne, danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß. Und da zählt für mich auch natürlich, der Mensch benötigt 3 natürliche Reize. Das ist Bewegung. In jedem Alter, Koordination, Ausdauer, Krafttraining, so wichtig für Stabilität, Krafttraining. Man muss nicht bedenken, ab dem 30. Lebensjahr verliert der Mensch pro 10 Jahre 3 Kilo Muskelmasse. Und Muskelmasse ist Schutz. Das ist Schutz und Koordination alles. So, Krafttraining ein Leben lang. Ausdauer, Koordination, Tanzen zum Beispiel. Das sind Reize. Dann braucht man Kältereize, kalt, warm und Hungerreize. Und wenn man da gibt es eine schöne Doku, die Blue Zones, wo leben die ältesten Menschen der Welt. Das ist ja das Geheimnis, wo die Wissenschaft immerhin nachläuft, wie wird man gesund alt. Warum gibt es dort so viele Hundertjährige? Und in Sizilien zum Beispiel gibt es ein Dorf, die Ältesten wohnen, wo die Insel am höchsten ist. Also wo sie jeden Tag raufgehen müssen. Also Bewegung ist ein billiges Rezept, um vielleicht gesund alt zu werden. Dann ganz wichtig, sozialer Verbund. Innerhalb der Familie,
die werden nicht ausgegrenzt. Ja, heute, beide müssen arbeiten, ja, stecken wir die Oma doch ins Heim. Wir haben diese Zeit nicht. Ja, finanzielle Überbelastung kommt noch da dazu. Und dann sedieren sie halt so irgendwie vor sich hin. Und das ist, mein persönliches Ziel ist definitiv nicht so. Alt fit zu werden, in die Kiste. Fit in die Kiste, das ist definitiv ein Ziel. Keine Angst vom Sterben. Mhm. Das ist einmal wichtig. Keine Sorgen. Positiv denken. Spaß haben, das ist ganz wichtig. Und alles tun, damit man nicht später etwas bereut, das nicht getan zu haben. Und sagen, das Leben genießen. Und natürlich, dann kommt natürlich die Ernährung dazu. Das ist sicherlich ein großes Thema. Und was wir tun können, ist auch heute mit dem Wissen Stoffe zuführen, die die Zellfunktion verbessern, die Hirnfunktion verbessern. Man muss überdenken, unglaublich, 45% der 80-Jährigen werden heute dement. So, ist es vorgeschrieben, dass ich Demenz bekomme? Meine jüngste Parkinson-Patientin 39, Alzheimer-Patient 60. Ja? Wo geht die Reise hin? Ja, das ist dann das Furchtbare. Der Betroffene hat ja kein Problem mehr mit Alzheimer, aber die Angehörigen mit Pflegestress und das Ganze. Und man weiß zum Beispiel, dass Alzheimer bis zur Stufe 3 von 5 reversibel wäre. Ja, das weiß man. Und da gibt es das Brettessen-Protokoll und da muss man halt ansetzen. Das heißt, Insulinresistenz lösen. Man muss fasten. Man hat diesen Menschen mit Alzheimer eine Studie gemacht. Getreidearme Ernährung. Viel DHA, Omega-3 fürs Gehirn. Man hat den B12-Spiegel über 500 angehoben. Eben Schilddrüse optimiert. Mitochondrien gestärkt. Also Reparaturenzyme in den Zellen. Die sogenannte Gruppe der Sirtuine. Sirtuine sind Enzyme, die Mitochondrien reparieren und regenerieren. Und die kann man stärken. Wie? Durch Resveratrol, Rotweinextrakt, 200, 400, 600 Milligramm. Coenzym Q10. Grüntee, Schwefel, NAC, N-Acetylcystein, das ist NAC, Schwefel, Alpha-Liponsäure, B-Vitamine. Hat man alles Alzheimer-Patienten gegeben. Täglich Bewegung, 30 bis 45 Minuten. Ganze Protokoll. Und 3 Stunden Fasten vorm Schlafen gehen. Also man hat ca. 12 Stunden am Tag nichts gegessen. Das hat man 6 bis 9 Monate gemacht. Resultat, dass 90% wieder ihre normale Arbeit machen konnten. Unglaublich. Nur, es ist eine Lebensstilveränderung. Man sieht, dass auch in so einem fortgeschrittenen Stadium die Kognition wieder zurückkommt, die geistige Fitness wieder dazukommt. Und dann muss man auf Cholin schauen. Cholin ist Hirnnahrung. Also das heißt, Cholin ist in Ei drinnen zum Beispiel. Und viele, es gibt ja ein Produkt, wo man die Lecithinmenge im Hirn erhöht. Kennen viele, will ich keinen Namen sagen, aber in Ei ist Cholin, Lecithin drin, das braucht das Gehirn. Ganz wichtig, der B12-Spiegel rauf. B12 muss rauf und der wird bei uns ist einer der häufigst übersehenden Mängel. B12-Mangel führt zu Alzheimer-Symptomen, vaskuläre Demenz. Und wir haben einen Referenzwert von B12 von 180 bis 900 Picogramm. Völliger Quatsch. USA, Australien haben 500 als Untergrenze. Jetzt kommen zu mir ältere Menschen, haben einen B12-Spiegel von 270. Viel zu wenig. Denn wenn ich das im Blut messe, nur 10% davon sind physiologisch aktiv. Das heißt, ich muss von Haus aus schon einen höheren Spiegel haben. Ich muss nicht immer gleich das Holotranscobalamin messen, sondern es reicht das B12 in der Blutbahn, wenn es hoch ist. Omega-3-Mangel. Ganz klar weiß man, dass das demenzfördernd ist, wenn ich einen Mangel habe fürs Gehirn. Und all die Punkte kann ich rechtzeitig beginnen, soll ich frühzeitig beginnen, damit ich im Alter dann profitiere. Ja, das ist Säure-Basen-Haushalt, Mineralien zuführen für Knochen. Also das ist der größte Blödsinn, was ich immer wieder höre. Ja, ich habe Osteoporose, muss Kalziumpräparat nehmen. Das ist Nonsens. Das ist völliger Schwachsinn. Oh, noch schöner, Milch trinken. Ja, Milch trinken, Kalzium. Das ist Blödsinn. Da gibt es ein tolles Buch, The Big Calcium Lie. Bitte lesen, Kalziumlüge. Und es ist irgendwann einmal so festgehalten worden, so Knochen, Kalzium geben. Und ich sehe es dann immer wieder. Jetzt hat die Frau beginnende Osteoporose. Ja, sie braucht Kalzium mit Vitamin D. Hat aber gleichzeitig Entzündungen. Das schädigt unsere Herzgefäße. So, der Knochen braucht 12 Mineralstoffe. Ja, Mineral- und Spurenelemente. Vom Bohr angefangen bis zum Silizium, bis zum Kalium, bis zum Kalzium. In kleinen Mengen, ausgeglichen. Da kann man sich schützen. Und Wasser trinken. Wir trinken zu wenig Wasser. Flüssigkeit. Ich rede vom Wasser. Und das kann ich auch noch optimieren mit Silizium.
Wir brauchen Silizium als elektrischen Leiter zwischen den Zellen und die elektrische Leitung bestimmt die ATP-Menge, die meine Zelle herstellt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Darreichungsmethoden. Da wurde ja auch ein großer Hype ausgelöst mit Tropfen. Und wie siehst du das? Naja, man kann Silizium in Form von Zeolit zuführen oder ich führe kolloidales flüssiges Silizium zu. Mhm. Das trinke ich persönlich. Und man sieht ja in Altenheimen, wenn du zu wenig trinkst, das löst auch Demenz aus, die Form von Demenz. Völlig dehydriert. Hirn. Dehydriert, das ist zu wenig. Heute trinkt man noch, um die Tabletten zu schlucken. Mhm. Aber was ist zwischendurch? Und das ist das Trauerspiel, das wir sehen, dass wir ältere Menschen haben, die verhungern bei vollen Töpfen. Die verhungern bei vollen Töpfen. Und jetzt geht man dann auch zum Beispiel ins Spital als kranker Mensch und dann schaut man sich mal die Qualität der Spitalsnahrung an. Ich habe letztens mit einer mich unterhalten, Organisation 3 € pro Tag Nahrung. Dann bist du schon hoch dotiert, weil ich weiß es in Österreich, wir sind bei 2 € budgetiert pro Tag. Catering wird noch extern, weil das muss ja günstiger sein. Aber das Geld wird auf der anderen Seite verschleudert. Mhm. Ja, da budgetieren wir am Jahresende Beträge, wo einem schwindlig wird, was im Spitalswesen rausgeschmissen wird beim Fenster, damit man ja nächstes Jahr das gleiche Geld wieder bekommt, damit man es am Jahresende wieder rausschmeißen kann. Ja? Und das ist ein krankes System. Darum heißt es auch Krankenhaus und nicht Genesungshaus oder Gesundheitshaus oder Vitalitätshaus, wie man es auch nennen möchte. Und wenn man schaut, tolle Beispiele geben würde, wie man gesund altern könnte. Australien und Norwegen haben da tolle Geschichten. Das sind ja alles kluge Menschen gewesen, die waren im Berufsleben, sind jetzt im letzten Lebensabschnitt und verbringen dort vielleicht ihre Zeit in Einsamkeit. Mhm. Alleine. Familienangehörige weit weg kommen dich vielleicht einmal im Monat besuchen oder wenn dann die Experten kommen, in der Corona-Zeit darfst du sie gar nicht mehr besuchen, deine Angehörigen, die warten dort auf Sterben. Das waren unsere Experten, sie nennen sich Experten. Mittlerweile ist für mich das Wort Experte schon ein Schimpfwort geworden in den letzten 3 Jahren. Und die müssen auch zur Verantwortung gezogen werden für den Schaden, den sie angerichtet haben. Die sind auch jetzt im Mainstream ziemlich leise geworden, die Experten. Und es wird der Tag des Gerichts, der Gerechtigkeit kommen mit dem Schaden, was sie angerichtet haben. Dafür stehe ich. Und dort in den Norwegen hat man gemacht und in Australien, interessant, man hat in den Fitnessstudios eingerichtet. Da gehen Männer hin, Frauen hin, in alle Altersgruppen, altersgerechtes Training. Die treffen sich dort in der Jugend, schließen neue Kontakte. Der Mann pumpt seine Muskeln, die Frau macht was, Bauchbeine, Po-Training, was auch immer. Und das ist schön zuzuschauen und die sind fit, geistig fit und haben Spaß. Man muss sie nur mal schauen, im Sportbereich die Rekorde in den Altersklassen 70, 80, 90 bis 100 sogar. Die sind athletisch, die laufen, die machen, die tun. Und das ist ein persönliches Ziel. Also das, sage ich mal, man kann physiologisch 40 Jahre lang 40 bleiben. Mhm. Es gibt 80-Jährige, die sind fit wie manche 40-Jährige. Blutbild fantastisch, körperlich fit, geistig fit, sind noch im Berufsleben. Ja, das ist doch ein schönes Altern. Also wie irgendwie dahin sedieren. Und misst du auch das biologische Alter bei den Teilnehmern? Naja, bei uns in der Entgiftungswoche, wenn wir das machen, wir machen so Leber-Darm-Aufbau, Entgiftungswochen, ich habe das biologische Alter mitgemessen, die Herzratenvariabilität und das Ganze. Ich habe damit aufgehört, weil das war einer der wichtigsten Parameter für die Teilnehmer. Ich bin 52 und das Gerät zeigt mir jetzt an, ich bin 68, um Gottes Willen. Ja? Umgekehrt, ich bin 52, zeigt an, ich bin 27. Juhu, ist alles toll. Und das habe ich gemessen und da wir die Leute alle bei uns aus der Komfortzone holen, sprich, sie kriegen weniger zum Essen, andere Nahrung, sie sind in einem anderen Umfeld, sie schlafen anders, wir bewegen viel mehr, wir machen Krafttraining, Ausdauer, all diese Faktoren sind in dieser Woche bei uns eine Belastung für den Körper. Logisch. Die bekommen Muskelkater, bekommen alle Zustände, sind müde und die Nahrung fällt dann umgestellt. Wenn ich dann nach 4-5 Tagen das biologische Alter messe, sind sie nicht 52, sondern 72. Ja, okay. Und das ist nicht gerade ein guter psychologischer Input. Jetzt komme ich hierher für eine Woche und ich bin um 20 Jahre gealtert. Aber das ist völlig normal, logisch, wenn ich jetzt da jeden Tag was tue, was ich sonst nicht tue, dass der Körper reagiert. Man müsste das Langzeit verfolgen und die Parameter anschauen. Ich hab's und wir kriegen sie als Feedback. Die Leute nehmen ab, 20 Kilo, fangen wieder zu bewegen an, sind schmerzfrei, machen ihr Gymnastik dazu, haben verstanden, wie die Nahrung wichtig ist. Dann kommt ein Arzt und wir nehmen auch das Blutbild ab. Wir schauen, jetzt gehen wir ins Biohacking.
So, mhm. Gehen wir in die, nehmen wir es von der Amis, Biohacking. Ich gehe individuell rein in die Zelle. Schau mal das Bohr an. Ist für mich ein ganz ein wichtiger Parameter. Bohr. Ein Bohrmangel erhöht das Risiko für Krebs. Für Prostatakrebs, für alle Krebsarten. So, und der Bohrspiegel muss auf 70, 80 Mikrogramm sein. Der muss oben sein. Schaffen wir es mit der Nahrung? Selten. Selten, dass du das schaffst. B12-Spiegel muss oben sein. Mineralien oben sein. Die Mineralien sehe ich von 100 Vollblutmineralien, also interzellulär gemessen und so wie es auch gehört, sind 85, 90 nicht mehr in Ordnung. Also bringt mir ein klassisches Blutbild, wenn ich sage, mach mal Magnesium. Nonsens. Okay. Das ist wirklich Nonsens, weil es im Was Serum unterscheidet ist. Sich denn da? Was muss ich denn sagen, naja, wenn ich das wirklich... Der Hausarzt macht und die Kasse bezahlt die Serummessung. Mhm. Das heißt, was außerhalb schwimmt. Nur dort schwimmen am wenigsten Sachen. Magnesium zum Beispiel ist dort ist präsent. Wenn dort der Magnesiumspiegel so nieder ist, Katastrophen. Das ist wirklich die Katastrophe. Ich will ja wissen, wie viel kann mein System transportieren, wie viel ist in der Zelle drinnen, wie viel ist erythrozeär drinnen. Zink ist zum Beispiel erythrozytär gebunden. Das muss man so anschauen und nicht, dass es damit umschwimmt. Und dann wird es interessant. Und man kann anhand Elektrolyten, jeder kennt die sogenannte Natrium-Kalium. Mhm. Und es gibt eine Natrium-Kalium-Pumpe in jeder Zelle. Natrium-Kalium-Pumpe. Das ist Grundlagenstudium, Biochemie oder Medizinstudium, Natrium-Kalium-Pumpe zu verstehen. Das ist so einfach, dass es übersehen wird, weil es zu einfach ist. Wir denken zu kompliziert. Aber anhand der Natrium-Kalium-Pumpe, mit einem Blick auf die kann ich schon feststellen, steht der Mensch lange schon in einem Sympathikus-Tonus. Hm. Verschiebt sich die Elektrolytpumpe. Die kriegen dann oft Arrhythmien zum Beispiel. Weil es, du musst dir so vorstellen, dann verschiebt sich die Natrium-Kalium-Pumpe. Und wenn die Menschen dann noch viel sitzen, dann Kalium ist ja praktisch und Magnesium. Ja, Natrium, Kalium, Magnesium sind Elektrolyte, die machen die als Energieerzeugung. Magnesium ist innen. Calcium außen. Natrium außen, Kalium innen. Magnesium, Kalium sind in der Zelle. Wenn ich jetzt am Sitz viel Zucker, Stress habe, mich nicht bewege, ja, dann übersäue ich intrazellulär, dann stehen H-Plus-Ionen, so viel, dass kein Kalium mehr rein kann. Jetzt erscheint Kalium in der Blutbahn eher erhöht, weil es nicht mehr rein kann. Ja. Im Prinzip ist aber intrazellulärer Mangel. Jetzt beginnt die Natrium-Kalium-Pumpe zu stottern. Das kann bei manchen zu dem Gefühl führen, wenn ich in Ruhe bin oder nachts, wache ich auf, ich spüre meinen Herzschlag selber. Die Natrium-Kalium-Pumpe passt nicht. Die Menschen sind übersäuert, intrazellulär, haben einen Kaliummangel, trauen sich aber kein Kalium nehmen, weil sie sich fürchten, um Gottes Willen, Kalium ist so gefährlich. Da muss man schauen, wie viel Kalium essen wir heute noch? Natrium schaffen wir locker. Also mit Salz, da sind wir nicht sparsam. Aber es fehlt das Kalium. Und eine Hauptursache für Arrhythmien ist Kaliummangel. Kaliummangel. Gibt denen 600, 800.000 Milligramm Kalium, sollen sie zum Arzt gehen, das soll es vielleicht begleiten, wenn sie sich davor fürchten, oder zum guten Praktiker. Und so schlagartig ist es weg. Wer denkt bei Vorhofflimmern, dass die Hauptursache Jodmangel ist? Jodmangel kann zu Vorhofflimmern führen. Ja? Und all das zusammen ergibt noch das Bild, wo steht der Mensch. Ja? Und Gott, für mich auch ganz wichtig, Gedankenhygiene. Alle machen sich Sorgen über noch etwas. Ich erkläre immer, ändern wir das, was wir ändern können. Was ich nicht ändern kann, soll mich auch nicht belasten. Wir können die Idiotie von der Politik nicht ändern. Wir können sagen, okay, was will uns der Mainstream einbläuen? Und ich gebe einen Tipp, Mainstream ausschalten. Schalten, was würde passieren, wenn wir alle Mainstream ausschalten? Nichts. Und sechs Monate nicht schauen. Dann sind sie kaputt. Ja. Dann können sie uns nicht mehr mit negativer Information impfen und fertig. Einfach abschalten. Tageszeitung im Mainstream, Abo abstellen, sagen, behalte euch euer Mist, wir brauchen das nicht. Hm. Weg damit. Kaufen wir uns ein Comic-Heft und haben wir Spaß damit. Ausschalten, weg damit. Und dann wird man vielleicht auch was verändern. Wenn ich jetzt wirklich sage, nochmal, wenn wir zum Thema gesund altern bzw. auch verjüngen nochmal eingehen könnten, was sind wichtige Faktoren, die ich wirklich auch brauche zur Verjüngung? Also, dass ich wirklich sage, Haut, Haare, Nägel, Gewebe. Brauche ich was zum Verjüngen?
Ja, du nicht, aber... Naja, das ist natürlich ein Thema. Wer glaubt, verjüngern, brauche ich mir verjüngern. Stehen wir mal zu den Falten, die entstehen. Jede Falte hat ihre eigene Geschichte und da soll man dazu auch stehen. Ja, aber ich möchte auch meine Muskulatur, mein Gewebe, ja. Die Strukturen. Ja, Gewebe, Strukturen, Bindegewebe, natürlich kann man da was machen. Das ist Säure-Basenhaushalt, Aminosäuren, Bindegewebe, Aminosäuren, ganz wichtig. Mineralstoffe, Vitamine, die Versorgung sicherstellen im Alter. Mhm. Das kann man natürlich machen. Haut, Haare, Nägelqualität, eiweißabhängig, kollagenabhängig. Da kann man drauf schauen. Und hormonell natürlich kann man auch schon unterstützen. Da weiß man ja, DHEA ist ja das Anti-Aging-Hormon und Progesteron. Also da kann man dann schon ab einem gewissen Alter bei Mann und Frau unterstützend eingreifen. Östriol zum Beispiel. Und da kann man sicherlich unterstützen, sagen wir mal. Jetzt stellt sich natürlich immer auch die Frage, gerade wenn wir so viele Informationen haben über Nährstoffe, die Zusammenhänge, die Dinge, die uns fehlen. Haben wir heutzutage überhaupt noch die Möglichkeit, sowas im Alltag über die Nahrung überhaupt resorbieren zu können? Oder ist unser Darm überhaupt in der Lage, wenn ich jetzt dauernd einen B-Komplex nehme, der ja wichtig ist, kommt der überhaupt noch an? Oder pingel ich es nachher im Grunde alles weg? Das ist ja das, was der Mainstream auch geschafft hat, mit dementsprechenden Protagonisten hinten, die das so oft posaunen. Nährstoffe sind gefährlich. Überdosierung braucht man nicht. Teurer Hahn. Das ist natürlich mit dem heutigen Wissen, das man hat, völlig überholt. Da holt man sich immer wieder die gleichen nichts ahnenden Träger oder Medizinträger, die irgendwas sagen, das ist alles Nonsens, aber die kannst du mit ein paar Literaturstellen komplett widerlegen. Und natürlich, es gibt die Gruppe, die sagt, alles Schwachsinn, alles teurer, nur Geschäftemacherei. Aber selbstständig greifen sie zu Medikamenten und sagen, das brauche ich für die Gesundheit. Mhm. Okay, das ist dann fehlendes Denkvermögen, sage ich mal. Darum ist der Kopf rund, dass ich 360 Grad denken kann und suchen und lesen kann. Vor allem im Alter ist es ein Riesenthema. Der Mensch wurde noch nie so alt wie jetzt, aber die Frage muss ich stellen, welche Lebensqualität habe ich? Mhm. Ich will ja so lange wie möglich, und das hängt einmal von der Chemie ab, von der Umwelt ab. Ja? Und wir brauchen Q10, das sinkt im Alter. Q10-Spiegel, Coenzym Q10, wird im Körper aus zwei Wege hergestellt. Einmal aus Cholesterin, einmal aus der Aminosäure Tyrosin. So, das sinkt im Alter. Punkt, bei jedem. Auch derjenige, der kritisch sagt, das braucht man alles nicht. Soll das messen, ist unten. Mhm. Der kritische Denker braucht genauso Bohr. Und Idiot, ja? Auch wenn er noch nichts hat. Macht nichts. Und das Q10 muss ich ausgleichen. Easy. Ganz leicht ausgleichen. Du musst dir nur vorstellen, man hat eine Untersuchung gemacht bei Parkinson. 1200 Milligramm Q10. Hochdosis. Also das ist keine Dosierung, was jeder nehmen soll pro Tag. Geht gar nicht. Erstens finanziell nicht, weil es zu teuer ist in der Dosierung. Aber was war? Nach 6 Monaten waren die so gut wie parkinsonfrei. 1200 Milligramm. Und so. Das ist ja wirklich eine Krankheit, wo man sagt, oh, ja, sorry, man sagt, geht gar nichts. Geht nicht mehr, so ist es. Und Coenzym Q10 braucht jeder, vor allem im Alter, dann die Mineralstoffe, B-Komplex. Egal welches Supplement du nimmst, man nimmt circa nicht mehr wie 30% auf. Und ich habe in 25 Jahren noch nie irgendeine Überdosierung an irgendeinem Inhaltsstoff gesehen. Noch nie. Noch nie ist noch nie. Und das ist ja das Drama. Manche Menschen nehmen, sie wissen alle, auch Teilnehmer wahrscheinlich betroffen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 Medikamente, verabreicht von einem Experten, machen sich keine Gedanken, weil der Mann in Weiß weiß das. Dann frage ich den Mann in Weiß, was passiert denn bei ab 3 Medikamente beim Leberstoffwechsel? Wir haben ein Entgiftungssystem, das heißt Zytochrom P450 und die Person hat eine Fettleber. Was passiert denn dann da bei 3, 4, 5, 6, 7? Das nennt man evidenzbasierend krank machen. Und mit Nährstoffen kann das nicht passieren. Die Leber braucht extrem viel Nährstoffe. Die Leber braucht zur Entgiftung extrem viel B-Vitamine, braucht extrem viel Aminosäuren, braucht Magnesium und so weiter. Die Leber ist voll mit Mitochondrien. Also das ist, das eine wird verharmlost. Und das andere wird, um Gottes Willen, gefährlich. Vitamin A. Vitamin D nehmen schon viele Kunden. Und ich sage immer dazu, Vitamin D ist extrem wichtig, das wissen wir. Aber damit Vitamin D funktioniert, brauchen wir Vitamin A. A ist Geschwister von Vitamin D. Vitamin D geht in die Zelle, trifft dort auf einen Rezeptor, das ist der Retinoid-X-Rezeptor, das ist Vitamin A abhängig, dann kann ich die Gene ablesen.
Wo kommt das Vitamin A her? Wo essen Sie? Und ich habe das gestern gefragt bei einem Vortrag. Karotten. Ja, ist gut, das ist Beta-Carotin. Und ca. 20-45%, je nachdem wo auf der Welt, haben einen Polymorphismus in der Leber und können Vitamin, also Beta-Carotin nicht ausreichend in Vitamin A umwandeln. Mhm. Geht nicht. So, und dann frage ich, wo ist Vitamin A? Lebensreiche Quellen? Leber. Mhm. Wer isst noch Leber? Na, heute Leber esse ich nicht. Früher war es normal zum Teil. Haben wir Leber gegessen, reines Vitamin A. Ist viel Vitamin A drin. Toxizität von Leber, ja, das ist ja giftig, vor allem in der Schwangerschaft. Apotheker haben da oft so Angst. Um Gottes Willen, kein Vitamin A in der Schwangerschaft. Sage ich, ja, wie viel Vitamin A darf man nehmen, dass es toxisch wird? Und was ist dann toxisch? Und dann geht man in die Literatur. Vitamin A, eine der wichtigsten Substanzen für unser Immunsystem nach außen hin. Sprich Haut, Lunge, Darm. Schleimhäute, Immunglobulin A, T-Rec-Zellen, also die regulativen Zellen werden hochgefahren, die bei allen Autoimmunerkrankungen nicht funktionieren. Zu wenig funktionieren, die T-Rec-Zellen fahren hoch. Vitamin A reguliert die stärksten entzündungsfördernden Immunzellen, die TH17-Zellen. Bei Autoimmunerkrankungen sind die TH17 hoch, also stark entzündungsfördernd. Vitamin A reguliert, in Kombination mit D. Und da frage ich, wissen Sie, frage ich ins Publikum, wer von euch hat früher Lebertran bekommen? Und es zeigt immer die alte Generation auf. Das ekelhafte Zeug, dieser Löffel in der Schule. Alle 35 Kinder mit einem Löffel vom Lehrer durchgefüttert. Mit einem Löffel vom Lehrer durchgefüttert. Alle waren happy. Der letzte war immunisiert, der lebt heute noch, der ist noch immer 100. Keiner hatte Fieberblasen. Der gute alte Lebertran. Lebertran ist Vitamin A und D. Und ich gebe allen Lebertran und dann geht man noch in die Literatur und dann schreibt diese Gesellschaft, die nennt sich WHO, die NGO-Gesellschaft, WHO, ich bin kein Fan von der WHO, weil man hat ja letzte die Eigenschaften der WHO erkannt, wie die funktioniert. Aber sie empfiehlt bei Infektionen mit Masern zum Beispiel, bei Kindern 20.000, 50.000 Einheiten Vitamin A. Mhm. Also wir reden von wirklich hohen, die ersten paar Tage für Babys unter 6 Monaten und von 6 bis 12 Monaten detto. In Tropfenform. Also keine Angst vor Vitamin A als Infektionsschutz. Die ersten paar Tage rauf mit A oder Leber dran. Ich gebe das in kleinen Perlen. Schmeckt nicht mehr so ekelhaft. Und rauf mit Vitamin A. Jetzt nehmen wir Vitamin D und A. Und daraufhin habe ich reagiert auf das ganze Wissen hin und habe dementsprechend auch so einen Vitaminkomplex bauen lassen. Also mit dem kann ich wirklich was erreichen, was ich brauche, nämlich stabiles Immunsystem und Entzündungsregulation. A, D, E, K muss in einem drinnen sein. Und da freue ich mich schon, das weitergeben zu können. Und dann haben wir wieder einen Teil von Gesundheit. Mineralien, Gesundheit, Proteine, Bewegung, Fasten, gesunder Schlaf, soziale Kontakte. All das, was der Mensch braucht. Körperliche Zuneigung, nicht Social Distancing. Jeder Mensch braucht Sensual Touch. Oxytocin, wenn das noch funktioniert am gewissen Alter. Ja, kann funktionieren. Raus, raus, raus. Spaß haben, auf nichts warten und aufhören. Ist immer so negative Gedanken. Schön. Vielen Dank, Markus. Danke. Für die hilfreichen Tipps und ja, bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, immer wieder schön. Und das Thema gesund altern und natürlich auch in gewisser Hinsicht sich verjüngen ist natürlich auch immer wieder ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.